Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns mal um das Mach-10er-Interferometer kümmern und schauen, wie das Ganze funktioniert, worauf das basiert und ja, wie der Aufbau eigentlich ist. Den Aufbau habe ich einfach, damit es ein bisschen schöner ist, schon mal aufskizziert, damit wir uns damit auch nicht zeitlich zu lange beschäftigen. Aber im Endeffekt, ja, ein Interferometer ist nichts anderes wie ein Gerät, was halt aus einem Lichtstrahl oder einem Lichtbündel, idealerweise mit einer Wellenlänge, ja, eine Aufspaltung in zwei Arme macht und dann auf diesen zwei Armen eine unterschiedliche Länge zurücklegt oder eben durch ein unterschiedliches Medium durchtritt. Und man kann dadurch eben relativ gut Längenunterschiede wie Brechungsindexunterschiede kalkulieren, berechnen, feststellen. Bedeutet, beim Mach-10er-Interferometer haben wir tatsächlich eher nur die Feststellung, ob wir ein anderes Medium im Zweig haben und welchen Brechungsindex dieses Medium hat, weniger aber welche Längenunterschiede es gibt. Dafür ist dann eher das Michelson-Interferometer, dazu auch ein Video in der Infobox verlinkt. Schauen wir uns aber mal den Anfang oder den Aufbau dieses Interferometers an. Wie jedes Interferometer haben wir eine speisende Quelle, die im Endeffekt einen Lichtstrahl in das System hinein bündelt, reinwirft. Meistens ein Laser, einfach weil der eben monochromatisch ist und wir dann eben keine Dispersion über die verschiedenen Wellenlängen haben. Und natürlich am Ausgang ein Detektor, um festzustellen, ob wir hier konstruktive oder destruktive Interferenz haben. Also ob wir die beiden Wellenfronten der zwei Arme, die wir gleich sehen, konstruktiv überlagern oder destruktiv überlagern. Was jetzt passiert ist, dass dieser Laserstrahl eben hier auf den ersten Spiegel trifft. Das hier ist ein teiltransparenter Spiegel, das heißt 50% des Lichtes geht hier lang, 50% des Lichtes geht hier lang. Dann kommen wir auf zwei vollreflektierende Spiegel, bedeutet das gesamte Licht wird also hier und hier lang reflektiert. Und da diese Anordnung jeweils mit 90 Grad Winkeln aufgebaut ist, haben wir also einen identischen Weg, sagen wir mal, von der Aufspaltung hier bis zu diesem Ort, genauso wie von der Aufspaltung hier bis zu diesem Ort. Das heißt, das Licht legt wirklich den exakt identischen Weg zurück, wenn wir natürlich die Winkel der Spiegel exakt auf 90 Grad ausrichten. Das Einzige, was jetzt eben unterschiedlich ist, ist, dass wir in einem der Arme ein Medium, irgendeine Probe reinlegen. Diese Probe kann teiltransparent sein und zum Beispiel einen anderen Brechungsindex aufweisen. Also zum Beispiel gehen wir hier in dem Pfad durch Luft oder Vakuum und hier in dem Pfad gehen wir zum Beispiel durch Wasser oder eine Linse oder ähnliches durch. Das heißt, wir haben da einfach Glas oder ein Polymer oder ähnliches mit einem unterschiedlichen Brechungsindex. Und was jetzt eben passiert ist, natürlich, dass die Wellenlänge innerhalb von diesem Medium verkleinert oder vergrößert wird, je nachdem, ob der Brechungsindex eben größer oder kleiner ist als in dem parallelen Arm, während sie hingegen hier unten in dem Arm natürlich immer gleich bleibt. Und dadurch schaffen wir es eben, dass trotz gleicher Länge der Arme eben eine unterschiedliche Interferenz hier an diesem Ort auftritt, die eben abhängig ist von der Größe des Brechungsindex dieses Materials. Das heißt, durch die Überlagerung, die wir im Endeffekt hier hinten rauskriegen, können wir auch tatsächlich den Brechungsindex berechnen, relativ präzise sogar bestimmen, ja, was uns eben dieses Gerät hier ermöglicht. Vielleicht einmal kurz, um es mathematisch zu erklären, was da passiert. Also wir wissen ja, hier kommt bei der monochromatischen Quelle ein Lichtbündel raus, also im Endeffekt eine einzige Wellenlänge im Idealfall. Diese eine Wellenlänge kommt hier wie auch hier an, die bleibt auch noch hier, wie jetzt zum Beispiel auch hier vorhanden. Nur halt in dem Medium hier drinnen wird sie eben vergrößert oder verkleinert, je nachdem, wie gesagt, ob der Brechungsindex größer oder kleiner ist. Und dadurch kriegen wir diese Verschiebung. Wenn wir das jetzt also mathematisch einmal berechnen, dann kann man sich eben unterschiedliche Größen festlegen. Wir kennen ja im Endeffekt die Formel C ist gleich Lambda mal die Frequenz. Was halt wichtig ist im Vakuum, ist, dass C0 ist gleich Lambda mal die Frequenz. Im Nicht-Vakuum, also wenn wir eben zum Beispiel in einem Medium sind, was eben einen Brechungsindex größer als 1 hat, dann muss man das natürlich in der Wellenlänge berücksichtigen, weil die dann eben die Geschwindigkeit sich eben reduziert, also durch den Faktor geteilt durch n reduziert, n hier bei der Brechungsindex. Bedeutet, wir haben im Endeffekt für das Lichtbündel zwei unterschiedliche Zeiten, um hier durchzukommen, wie auch um hier durchzukommen, diesen Weg. Und wenn wir jetzt sagen, dieser Weg hier ist S1 lang, dann ist auch dieser Weg hier S1 lang, weil die Dreiecke, die Strecken ja 90 Grad zueinander liegen. Bedeutet, die Zeit, um diesen Weg hier zurückzugehen, T1 ist im Endeffekt nichts anderes als die Strecke S1 geteilt durch, wenn wir jetzt sagen, es ist Vakuum C0, also die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum,
Die Strecke hier oben braucht ein bisschen länger, um sie zurückzulegen, einfach weil wir dann ein Medium haben, was nicht aus Vakuum besteht. Und deswegen ist die Zeit, die wir hier benötigen, nichts anderes als S1, also die Strecke, die ja identisch ist, minus die Länge dieses Mediums, das nenne ich jetzt mal Delta S, also minus Delta S, geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit. Also wir laufen jetzt quasi diesen Weg mit Lichtgeschwindigkeit und diesen. Nur die Strecke Delta S laufen wir eben nicht mit der Lichtgeschwindigkeit aus Vakuum, sondern mit der Lichtgeschwindigkeit im Medium. Das heißt, die Zeit Delta S durch C1, wobei wir jetzt eben sagen können, dass C1, also schreiben wir es erstmal nochmal ordentlich ab, C1 ist ja nichts anderes als C0 durch den Brechungsindex. Das heißt, durch Delta S C0 durch N, was wir hier im Folgenden haben. Und damit kommen wir im Endeffekt auf die Gesamtübertragung S1 plus Delta S mal N minus 1 durch C0. Und wir sehen schon, das ist nicht die gleiche Zeit, die wir hier mit T1 haben, sondern wir haben da einen Zeitunterschied bei dem Durchlaufen der Pfade. Das heißt, unser identisches Licht, was wir aufgeteilt haben in zwei Pfade, erreicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten unseren Ausgang hier und interferiert deswegen ja einmal konstruktiv oder destruktiv, je nachdem, wie lang eben der Zeitunterschied ist. Das kann man tatsächlich auch ausrechnen. Also wir haben ja als Zeitunterschied des Erreichens des Ausgangs T2 minus T1 und das ist gleich N minus 1 mal Delta S geteilt durch C0. Das ist einfach das, wenn wir den T1-Term minus den T2-Term abziehen. Und wenn wir jetzt sagen, der Laser hat eine Frequenz, die bleibt ja, es ist unabhängig vom Brechungsindex, Frequenz FL zum Beispiel, F Laser, dann ist eben die Anzahl der ja, Ordnung der Interferenz, die wir rauskriegen, nichts anderes als natürlich unsere Laserfrequenz mal die Zeitdifferenz, die wir da im Endeffekt zurücklegen. Und wenn diese natürlich ein Vielfaches von m plus 1 mal 1/2 ist, also im Endeffekt ein Vielfaches von der halben Wellenlänge ist, dann haben wir natürlich eine destruktive Interferenz und wenn sie ein Vielfaches der ganzen Wellenlänge ist, dann eine konstruktive Interferenz auf beiden Pfaden. Genau, und wenn man jetzt zum Beispiel so schlau wäre und die Zeitunterschiede tatsächlich auch noch messen würde, wüsste, wie lang die Probe ist und natürlich diese Konstante hier kennt, dann kann man umformen nach dem Brechungsindex und hat im Endeffekt damit eine präzise Vorhersage, wie der Brechungsindex berechenbar ist. So viel zum Mach-10er-Interferometer. Wie gesagt, es gibt auch noch ein Video zum Michelson-Interferometer. Wenn es dazu Fragen gibt, dann gerne in die Infobox schreiben oder in die Kommentare, nicht in die Infobox. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.